So, weiter geht's mit Genshin. Mittlerweile sind, 12, 13 Stunden vergangen. Das heißt, ich bin ausgeschlafen und ich habe bis so halbwegs an meine Vorgabe gehalten. So nicht so 7 Uhr, sondern 9 Uhr, aber hey. Immerhin nicht mitten in der Nacht nach dem Stream, von daher. Muss mal gucken, wann stream ich überhaupt heute Abend. Plan war so gegen 10. Realistischer ist wahrscheinlich 11. Naja, egal. So, ich bin schon mal zu ihr rübergegangen mit der letzten Quest, die ich aktuell habe. Hoffe ich zumindest. Aber wenn ich die gemacht habe, wetten, dann kommen die nächsten Quests. Wahrscheinlich. Ach, und den Legendenauftrag habe ich auch noch. Habe ich auch vergessen. Ah, die geile Suche mehr. Ich habe doch noch so viel zu tun. Oh Gott. Okay. Hallo Meng Meng. Steht die hier schon immer? Und hier gibt es, glaube ich, Items. Oh Gott, ein Level 1er Buch. Oh Gott. Hallo Meng Meng. Ah, die Laternen sind so schwer zu flechten. Was ist los? Weißt du, wie man Laternen anfertigt? Alle meine Versuche scheitern. Das Loch, dann wieder zurück und dann bringe ich es durcheinander oder mache es kaputt. Ich wollte so gerne eine Laterne für Yu basteln. Yu kümmert sich immer um den Talentladen, ja, und den Teeladen. Darum hat er nie Zeit zum Spielen oder eine Laterne zu basteln. Stimmt, wünscht er sich etwas. Darum will ich eine Laterne für ihn basteln. Das würde ich übernehmen. Aber das wollte ich doch für ihn machen. Und ich möchte wissen, wie man sie anfertigt, damit ich Yu davon erzählen kann. Würdest du mir beibringen, wie man sie anfertigt? Werde ich machen. Hurra! Meng, Meng, ja. Ja. Diese Überblenden sind so bescheiden. Wow. Also, dann ist die Laterne fertig, oder? Danke, jetzt werde ich eine für Yu basteln. Ist da hinten, oder? Nee, das ist der andere Laden. Ah, das war der mit den Weinen, genau, der. Ach, Weinhändler. Ach, da ist das Teehaus, okay. Zack. Nee, ist irgendwas Spannendes passiert. Nö, ich habe eigentlich noch meine Resin aufgebraucht, habe ein Einhänder-Dingens bekommen, habe das Elementarkunde-Schwert erstellt, weil das anscheinend. Ich weiß nicht, diese Too Long Didn't Read Guides, die sind an sich ja ganz praktisch. Aber im einen Moment wird noch das 3-Sterne-Skyward-Schwert angegeben, also das hier Himmelsflugschwert. Wegen dem hohen Energy Recharge quasi für einen Support Traveler Anemo. Und im nächsten Moment auf einmal ist der Eisenstich dann besser. Gut, DPS-technisch bestimmt. Mit Elementarkunde und dann den Swirl Damage, aber trotzdem. Ich weiß nicht. Genauso wie mit Childe. Da wurde auch halt das Hofritualset angegeben erst und. Oh, dann irgendwie als das Wasserset kam. Natürlich, gut, als das Wasserset kam, war das Wasserset besser. Aber halt als Alternative fehlte das andere Set auch noch. Naja. Passt schon. Ich kann mich nicht beklagen bisher. Und besser diese blöden Guides angucken, als selber Theory Crafting zu betreiben, was am besten ist. Wichtige Güter, was? Was? What? Okay. Wer, wo, was? Hä? Ding? Nee. Okay, du nicht. Moment. Let the show be incoming. Jupio, Leute. Ja, eigentlich ist diese dämlichen kleinen Miniquests, mache ich eigentlich gar nicht mehr. Aber wenn ich jetzt gerade so dicht daneben stehe, dann geht's hier noch. Ereignis abgeschlossen. Ach, abgeschlossen steht da jetzt und nicht ausgebrochen. Hier ist ja mal was. Ah, hier sind zwei von den Mistviechern. Ich dachte gerade, warum war der jetzt doppelter physischer Schaden? Okay, der andere ist gedespawnt. Cool. So. Hallo, Yu. Hallo, werter Yu. Bitte lege die Füße hoch und genieße eine Tasse Tee. So, werter Kunde, nicht werter Yu. What the fuck? Wir wollen dir eine Laterne überreichen. Eine Laterne? Jo, diese Laterne ist für dich. Meng Meng? Oh, die ist von dir. Oh, vielen Dank. Diese nette Frau hat es mir beigebracht. Ich bin verblüfft. Das Spiel hat wirklich den weiblichen Traveler als Frau betitelt. Oh mein Gott. Was ist, wenn sie sich als Mann fühlt? Wie kannst du nur?
Zeigt das bloß kein Social Justice Warrior, irgendeinem Whatever-Verein, der sich damit ja, rumschlägt. Ich das Ganze jetzt gerade auf die Schippe? Ja, so ein bisschen. Aber passt schon. Nee, sonst hat er ja immer einfach gesagt Onisha bzw. Traveler, Reisender. Aber dass es jetzt wirklich mal nette Frau ist, ist interessant. Na gut, unseren Namen kennt sie nicht. Sie sind halt eine nette Frau. Ohne Vorurteil, von daher passt das. Hast du mir beigebracht? Es ist eine meiner ersten Laternen, darum ist es kein Meisterwerk. Gefällt sie dir? Soll das ein Witz sein? Sie ist super. Einfach fantastisch. Ich dachte schon, ich schaffe es nicht, selbst eine zu basteln. Danke, Meng Meng. Ich werde jemanden darum bitten, sie an meiner Tür aufzuhängen. Der kleine Junge führt den Laden. Ich hoffe, er ist nur der Sohn. Aufhängen? Wozu? Die Sache ist die. Meinem Vater geht es nicht gut. Darum kann er sie nicht für mich aufhängen. Und ich komme nicht ran, weil ich zu klein bin. Wenn ich dir die Laterne aufhängen will, muss ich also jemanden darum bitten. Wir können helfen. Wirklich? Breitet das auch keine Umstände? Wunderbar, vielen Dank. Jetzt kann ich den Laden verlassen, um nach Hilfe zu suchen. Halt. Häng die Laterne auf. Aha. Ich mit you. Also dafür, dass ich nur 3 Materialien insgesamt brauche. Hier sind mehr Sachen verarbeitet, als was es scheint. Vor allem, dass man mit einem Stück Papier direkt das Muster auch hinbekommt. Aber okay. Diese Laterne ist so hübsch. Vielen herzlichen Dank, Tante. Komm, lass uns spielen. Ich kenne ein Plätzchen, an dem es die schönsten Blumen gibt. Ja, diese nette Frau hat mir beigebracht, Laternen anzufertigen. Wenn du mitkommst, kann ich es dir beibringen. Wäre das nicht großartig? Ich kann nicht. Ich muss auf den Laden aufpassen. Auch wenn keine Kunden da sind, muss der Laden blitzblank sein, wie mein Vater immer sagt. Oh, naja. Dann vergiss die Laterne. Lass uns einfach schnell hingehen und einen kurzen Plausch halten. Dann gehen wir wieder zurück. So verlierst du kaum Zeit. Kommt mir bekannt vor. Selbst wenn im Stream kein Zuschauer da ist, rede ich trotzdem und mach weiter. Wow. Das Spiel kennt mich. Aber ich kann den Laden für dich in Schuss halten. Bist du sicher? Das wäre viel verlangt. Wir sputen uns auch. Wir gehen direkt hin und kommen gleich wieder zurück. Es dauert nicht lang, versprochen. Vielen Dank. Jetzt soll ich nicht echt einen Emo-Charakter nehmen. Kann ich einfach Blitzel machen? Nein, kann ich nicht. Nebenbei mein Schau ist relativ weit schon. Evil shall be dispersed. You. Oh, come on, really? Okay. Muss zweimal schon dashen, damit das allgemein Sinn macht. Na super. Just what will become Moment. Seit wann redet die? Something's come up. There's still a long road ahead. Seit wann redet die? Wenn man sie auswählt. Oh mein Gott, das Spiel lernt dazu. Was für ein Buff habe ich jetzt aktiviert? Ich meine, es bringt jetzt nicht so viel. Aber okay. Super, Kinder suchen gehen. Oh. Die beiden spielen immer noch? Es ist also alles in Ordnung. Vielleicht sollten wir sie lieber nicht stören. Das würde die Stimmung verderben. Ich würde sie gern belauschen. Ich habe einen Kranz zu deinem Vater geflochten. Glaubst du, ihm geht es bald besser? Ich weiß es nicht. Ich habe gelesen, wer glücklich ist, wird schneller gesund, wenn er krank ist. Du bist so erwachsen und hilfst deinem Vater täglich im Laden. Das macht ihn bestimmt sehr glücklich. Doch manchmal schimpft er mit mir. Faulenze nicht im Laden. Geh spielen. Wenn du nicht mit Mengmeng spielst, gibt es in der gesamten Nachbarschaft bald keine Blumen mehr. Das wird nie passieren. Dafür gibt es hier viel zu viele Blumen. Warte kurz, ich flechte dir einen Kranz. Ja, Blumenkette für you. Danke, Mengmeng. Ich sollte wieder zurückkehren. Oh, na gut. Aber sobald dein Vater wieder gesund ist, hast du mehr Zeit, oder? Dann können wir wieder zusammen spielen. Jupp, bestimmt geht es aber bald besser. Was zum... Seit wann bist du hier? Ich habe nichts gehört. Überhaupt beste Aussage, die man treffen kann.
wenn man erwischt worden ist beim Zuhören. Gerade erst angekommen. Ich. Frohes Laternenritual. Auch ein frohes Laternenritual. Frohes Laternenritual. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier ist ein kleines Dankeschön. Papa meinte, einen Gefallen sollte man stets mit etwas erwidern. Gehen wir zurück zum Laden. Komm, Meng Meng. Jupp, gehen wir zurück. Danke nochmal. Wir sollen so einfach beim Laden spielen. Also, dass sie hier sind, sollen sie halt hier vorne genau hier auf der Wiese spielen. Was auch immer man da spielen könnte. Und dann passt. Warum ist der Laden hier draußen? Was ist denn das dann hier? Deren Haus? Wahrscheinlich. Und da ist noch ein Händler. Egal. Von mir aus. Sollen sie machen, was sie wollen. So. Truppe. Wäre fast schon angenehmer, die Quests einfach direkt mit ihr zu machen, weil das... Ja, ja, Time is a bla. Ich habe nebenbei gesehen, wie man ganz einfach Tiere töten kann. Ja, was will ich einmal ausprobieren gehen? Ach, die Quest ist übrigens zu Ende, glaube ich. Moment, dafür muss ich... Machen wir mal so. Wo ist sie denn? Irgendwo hier unten, da. Fiona. Das klingt schon so, Tiere töten gehen. Jetzt will ich einmal nach Mondstadt für die Vögel. Jetzt frage ich mich gerade nur. Wie genau war das? Was ist mit ihrem Element? Oh, mit ihrem Elementeskin. Oh, machst du 2. Und so macht sie 5. Okay, gedrückt halten. Ah, ist die Kuh noch länger. Okay. Good to know. Monstad welcomes you. Ja, ja, Monstad welcomes you. So, hier sind schon mal 2. Auch wenn die wegfliegen. Ah. Funktioniert das absolut kein Stück, so wie im Video. Super. Okay, es funktioniert doch. Zumindest bei Massen. Man kriegt aber nicht alles bei raus. Also die auf der Brücke sollte man doch lieber rösten mit Dingens direkt. Ah, 3 Stück habe ich, glaube ich, bekommen. Eine sichtbare 3. Vielleicht noch irgendwas? Ja, bei Fischen ist das deutlich einfacher, glaube ich. Halt bei allem Stationären, was nicht direkt wegfliegt, sondern nur wegschwimmt oder wegrennt. Ich warte mal, hier waren noch irgendwo Fischis. Hier. Es funktioniert auch nicht. Bullshit. Das sah im Video viel besser und angenehmer aus. So viel zum Thema, damit Tiere jagen gehen. Das sah im Video gut aus, aber in der Realität ist es dann doch nicht ganz praktisch. Versuchen wir es mal hier. Bei den ganzen Wildschweinen könnte es vielleicht besser funktionieren. So. Let's go, let's go. Oh, jetzt ist schon wieder so eine kleine, nervige Stimme. Zack. Bin mir bei ihr nicht ganz sicher, ob sie wirklich jung ist oder ob sie einfach nur kleinwüchsig ist. Sie hat mehr was von Kleinwüchsigkeit. Bei Klee sieht man, dass sie jung ist. Bei ihr aber irgendwie, ich weiß nicht. So, jein. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Moment. Ja toll, die jagen nur dem einen hinterher. Ich hasse das, wenn die einen umrennen können. Ja, ich habe zumindest mal 2 hier hinten getroffen. Dass es so viel besser ist, als, keine Ahnung, manuell zu jagen. Weil kann man diese Fallen aus der einen Quest, die hat man doch nicht nachkaufen können, oder? Glaube nicht. Aber, naja.
Der Soundtrack ist auch wieder extrem leise, merke ich gerade im Hintergrund. Aber das liegt, glaube ich, weitestgehend daran, dass es Nacht ist. Nope. Oh, ich habe keinen Bock. So. Questlog. Mal gucken. Gerade suche mehr. Können wir doch eigentlich auch mal machen, wenn wir jetzt schon dabei sind. Und genau da, wo die Festplatte gebaut ist, kann ich das jetzt überhaupt machen, wenn dann eine Plattform auf dem Meer gebaut ist? Das könnte interessant werden. Sehr interessant. So, Truppe. Also ich merke, im Video sah es sehr stylisch aus. Aber in der Realität irgendwie jetzt nicht so geil. Ja, Prinzessin der Verurteilung. Ich meine, ich finde es immer witzig, wenn irgendwie andere, vor allem asiatische Sprachen, Deutsch aussprechen. Aber das ist hart. Ich muss echt unter die Plattform jetzt gehen, wow. Aber die war hier vorher nicht im Wasser. Die ist jetzt hier hingebaut fürs Fest. So. Untersuchen. So, das Treibgut, bla. 3 von 5. 4 von 5. Ich weiß gar nicht, wann habe ich die Quest überhaupt angenommen? Gestern, kann das sein? Oder war es heute Morgen? Jetzt war vor ein paar Tagen, glaube ich, schon. Oh, das sind aber handweise Mora. Können wir die behalten? Ja, natürlich können wir die behalten. Bei der südlichen Anlegestelle. Ich muss jetzt echt... Wow, okay. Das ist bescheiden. Und jetzt wären so ein paar mehr Teleportpunkte in der Stadt ganz praktisch. Ich meine, es ist okay. Also, die Teleportpunkte sind schon okay verteilt. Aber so manchmal, wenn man sich halt eh zu den Sphären porten kann, warum macht man dann halt direkt neben die Sphäre schon einen Teleportpunkt, den richtigen? Ein bisschen verschwendet. Man den dann irgendwie auf den Berg setzen können, besser. Statt unten. Jetzt als Beispiel Julian Cast. Da sind halt. Was komme ich da schnell hin? Hier sind halt die beiden direkt nebeneinander. Von da aus sind das 2 Meter bis zur Sphäre. Also entweder die Sphäre nicht teleportierbar machen oder halt den Teleportpunkt da unten an der Weggabelung oben auf den Berg setzen. Damit man halt in alle anderen Richtungen noch wegfliegen kann. Wenn halt daneben direkt die Sphäre ist. Hier genauso fast schon. Dahin kann man fliegen, wenn man einfach daneben ist. Von daher, naja. Geht logischer, meiner Meinung nach. Das ist eventuell jetzt blöd. Ich habe kaum Ausdauer im Wasser. Moment. Wieder rausklettern. Danke. Die letzten beiden sind noch hier. Hui. Und 5. Das ist ganz schön fest verpackt. Ein Päckchen. Hier, der Teleportierpunkt, ja, genau. Teleportationspunkt, so. Ich teleportiere mich zum Teleportationspunkt, so. So passt der Satz. Ist doch nicht so schwer. Wait, what? Okay, hallo Con. Hast du die Säuberung abgeschlossen? Ich habe das hier gefunden. Ich nehme an, du kannst diese Mora einfach behalten. Es ist nicht viel, also kannst du sie wohl als Entschädigung für deine Hilfe behalten. Diese Kiste hingegen ist mir unbekannt. Vielleicht solltest du sie an Byvan weitergeben. Deshalb kümmert sie sich um einige Geschäfte im Yuhei-Pavillon. Glücklicherweise weiß sie, worum es sich dabei handelt. Okay. Ach ne, das ist ganz oben so ein Ding, oder? Okay, leck mich. Teleportieren und runterfliegen. Ich weiß nicht, ich finde es angenehmer, einfach von einem Berg runter zu hüpfen und zu gleiten, als wirklich hoch zu laufen und zu klettern. Es geht so viel schneller. Der Weg ist halt straighter nach unten. Da. Vor allem diese Plattform hier steht immer noch hier. So, hallo Byvan. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich habe das hier aus dem Meer gefischt.
Lass mich einen Blick darauf werfen. Ja, das kommt in der Tat aus dem Jade-Gemach. Aber worum handelt es sich denn genau? Der Inhalt umfasst mehrere Dokumente und eine Ankündigung, die noch überprüft werden muss. Wenn man bedenkt, wie gut sie noch erhalten sind, das ist wahrlich unerwartet. Dennoch sollte uns dieser Fund etwas Arbeit sparen. So machen nach diesem Stammbasel hat sich tatsächlich als nicht enden wollende Fleißarbeit erwiesen. Trotzdem danke, dass du uns das gebracht hast. Nimm dies als Zeichen unserer Wertschätzung. Yay. 100 Abenteuer-EP. Als ob ich mich jetzt auch um die Abenteuer-EP kümmern würde. So, das war's. So, gibt es hier noch irgendwo eine weitere Nebenquest? Weil eine sollte es hier, glaube ich, noch geben. Bei irgendwem. Aber irgendwie auch nicht. Bin mir gerade unsicher. Ich müsste ja dann ja auch aufleuchten. So ein bisschen. Also eine habe ich noch im Mondstadt auf jeden Fall. Das weiß ich. Aber ich meine, es gab ja auch noch eine weitere. Irgendeine, wo man Wildschweine jagen musste. Da gab es nämlich bis vor 1.3 noch einen Glitch, wo man in einer Stunde, keine Ahnung, 1000 Fleisch haben konnte oder so. Mit Multiplayer-Komponente halt dabei. Zack. So. Weil ansonsten sehe ich jetzt hier direkt nichts. Die ganzen Blumen sammle ich jetzt gerade ein, weil, ja, das sind gute Quellen für den Battle Pass in Liebe. Es ist schon blöd, dass ich gestern meine Erztour hatte und heute erst der Reset war, der Weekly vom Battle Pass. Vielleicht die ganzen Jade halt nicht mehr einsammeln. Aber egal. Laternenpapierfasern wohl dazu zählen? Ah gut, hier sitzen auch noch drei Vögel, muss ich mir merken eigentlich mal. Können wir nämlich auch noch machen dann. Mit, hier, Diona. Weil ich fand es halt jetzt echt nicht so geil. Also ich finde einen Phönix drauf schicken irgendwie einfacher. Aber kostet halt dann die ganze Energie. Nehmen wir schön dich, weil du kannst hier glaube ich stehen. Beides gehen, könntest du hier mal stehen, ja. Das ist auch noch ein Lotus. Auf der Seite kannst du stehen. Okay, ja, gut zu wissen. Ach, was habe ich denn noch jetzt hier? In der Meinung, irgendwo hier auf der Hauptstraße war noch was an Weltquests. Offenbar doch nicht. Offenbar. Dies ist hier relativ leer. Mir wird ja auch auf der Karte nichts angezeigt. Normalerweise sollten die auf der Karte hier halbwegs angezeigt werden. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt gerade keine normalen Quests annehmen kann wegen dem Event. Weil die jetzt alle irgendwie Texte dazu sagen. Wäre aber irgendwie bescheuert, wenn das so wäre. Oder die ist natürlich auch wieder versteckt hinter einer Daily Quest. Das kann natürlich auch. Halt! Da sehe ich was. Okay, von dir auch wieder vom Korn. Diese Gegenstände sind sehr schwer zu finden. Stimmt etwas nicht? Ach, du bist es. Erinnerst du dich noch an die Angelegenheit mit dem Jade gemacht? Byvan kam vor ein paar Tagen vorbei und sagte, dass schon ein Zeitplan für den Wiederaufbau erstellt worden sei. Das kann ich, weil es ist nicht mal ein Tag vergangen, seitdem ich ihr gratis gegeben habe. Aber okay. Es ist zwar nicht möglich, den Bau so schnell abzuschließen, aber es gibt einige kleine Dinge, die im Voraus ausgehandelt werden können. Ich gab mir eine Prüfliste und meinte, ich solle die darin festgehaltenen Gegenstände herausschreiben und sehen, dass ich sie einsammle, aber dass es mir dabei keine Mühe machen sollte. Ehrlich gesagt, ich könnte meine Posten nicht verlassen, selbst wenn ich es wollte. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten wird von Tag zu Tag geschäftiger. Also ich weiß es wirklich nicht. Großartig, wenn du die Zeit hast, mir bei der Reise zu helfen. Byvan wirkte, als hätte sie es unglaublich eilig. Ach, überlasst mir das. Danke für deine Hilfe. Lass mich sehen. Zuerst wollen sie ein Buch namens Die Juwelenmine und ein paar kleine Bambusornamente. Du kannst die Fang wegen des Buches fragen, was die Bambusornamente angeht. So glaube ich, dass Meister Lu von der Schreinerei Fan Mu sie herstellt. Tut mir leid, aber ich werde diese Angelegenheit in deine Hände legen müssen. Es wäre aber in der Tat gut, wenn man das Jade gemacht wieder aufbauen würde.
Naja. Boah. So, Jifang ist doch hier oben direkt, genau. Zumindest mal eine Sache gut gemerkt. Ach ja. Oh Gott, wieso? Ich bin schon wieder müde. Ei, Jifang. Möchtest du etwas kaufen? Nein, ich nichts kaufen möchte. Wir hätten gerne eine Ausgabe von die Juwelenmine. Juwelenmine? Das haben wir nicht auf Lager. Braucht ihr es schnell? Ja, wir bauen das Jagdgemach wieder auf. Wirklich? Nun, das ist voll eine gute Vorbereitung. Ja, lass mich nachdenken. Vielleicht suchst du stattdessen nach Quing Su. Er ist sehr belesen. Vielleicht weiß er, wo ein Exemplar von die Juwelenmine zu finden ist. Alles klar. Wenn ich mich recht erinnere, logiert Quing Su oft im Gasthaus Wang Shu. Dann versuchen wir ihn dort zu suchen. Ist ja nur irgendwie in der Mitte von Liyue. Wenn sonst nichts ist. Eieiei. Die mal mit ihren extremen Vorstellungen hier, wo man die Leute finden muss. Dann ist er wahrscheinlich ganz unten irgendwo, oder? Das ist Schau eigentlich immer noch betrübt darum. Nein, Schau ist mittlerweile weg. Okay. Ach, deswegen auch schon der Legendenauftrag jetzt. Hui. Oh, fuck. Okay, war ein Steg. Das war jetzt gut. Was hab ich mit den ganzen Dingern hier? Was gibt's denn daraus? Bisschen Weißkohl. Hier gibt es auch noch Artefakte. Es ist natürlich nett, wenn man diese grauen Artefakte einsammelt. Aber die geben ja auch weniger EP als die anderen Artefakte, von daher. Die ersten paar Level ist es immer ganz nett, die weißen dann zu nutzen, wenn man welche hat. Aber je höher man kommt, desto bessere sollte man auch benutzen. Zack. Wo ist er jetzt? Da ist er. Hatten wir mit dem nicht sogar schon mal geredet? Ich glaube ja. Rätselhaft, sehr ärgerlich, wirklich. Also, weißt du, was über die Juwelenmine? Juwelenmine, sagst du? Ja, ich erinnere mich an dieses Buch. Ich habe mal überall nach Material gesucht, um ein Gedicht über Händler zu schreiben, und bin dabei auf dieses Buch gestoßen. Verstand zwar den Inhalt des Buches nicht ganz, aber einige Anekdoten waren trotzdem sehr inspirierend. Versuche mich an den Namen dieses Gedichts zu erinnern. Gib mir einen Moment Zeit. Weißt vielleicht, wo ich das Buch finden kann? Ah, du willst also dieses Buch wiederfinden? Ich muss zugeben, dass ich mich nicht daran erinnere. Wenn du es aber unbedingt benötigst, könnte ich dir einfach selbst eine Kopie davon schreiben. Eine Kopie schreiben? Aus dem Gedächtnis? Ah, es war nicht wirklich ein langer Text. Ihn auswendig zu lernen war nicht schwer. Wir reden von einem Buch. Und kein Papierstück. Aber okay. Außerdem wollte der Büchersammler nicht, dass ich das Buch ausleihe. Und da man Poesie nicht überstürzen darf, beschloss ich einfach eine Kopie für meinen späteren Gebrauch zu schreiben. Auch der Inhalt des Buches war nicht sehr lang. Also habe ich, was? Also habe ich es jetzt mehr oder minder auswendig gelernt. Es ist eine äußerst beeindruckende Arbeit. Ah, es ist nur Bagatelle. Bagatelle? Whatever. Trotzdem kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun. Im Tausch gegen den handgeschriebenen Text. So beschämend das auch ist, ich war so darauf konzentriert, hier Inspiration zu finden, dass ich es jetzt erst merke. Ich vergaß heute völlig etwas zu essen. Plötzlich fühle ich mich so hungrig. Kannst du mir helfen, eine Portion gestreiftes Dreierlei zu bekommen? Ich hoffe, ich habe das. Im Tausch schreibe ich dir ein Exemplar von Die Juwelenmine. Ich glaube, dass ich es bis zu deiner Rückkehr so gut wie fertig sein werde. Das wollen wir ja mal sehen. Du hast es jetzt umgedreht. Die Juwelenmine, wie fing es an? Ah ja, Handel und Gewerbe wie Quellen und die Bäche. Wir gehen mit den Bergen innen mit dem Meer. Ich hab's nicht. Ich hab's wirklich nicht. So, wo ist jetzt hier in den Ofen? Oben. Okay. Ja, jetzt auch diesen mobilen Ofen nehmen können, aber ich glaube, der ist nur One-Time-Use und ist mir zu blöd. Habe ich nicht dieses Dreierlei hier sowieso gehabt? Bereiten. Eingelegt das allerlei. Hab ich. Was will er haben? Moment. Gib eine Portion leckeres gestreiftes Dreierlei. Du fährst von einem Lieb namens Kuhn, das die Pläne gibt, die damals. Wo kriege ich das her? Gestreiftes Dreierlei. Gestreiftes Dreierlei.
Moment. Gestreiftes Dreierlei. Okay. Ich habe das nicht einmal gekocht. Ich habe das Rezept, aber ich habe es nicht einmal gekocht. Okay. Von mir aus. So. Da machen wir gleich ein paar mehr. Aus Prinzip. 197 Keulen mittlerweile, das ist nett. Was bringt das eigentlich? Das ist ein Defense-Gericht, okay. Diese riesige Sprotte im Topf macht mir Angst. Alles andere wäre okay. Aber okay. Jetzt habe ich dein Essen. Moment, ich komme wieder runter zu dir. Geronimo! Wupp! Hi. Der große Plan gibt vor den Kurs, der langsam aber sicher zu lebenslangem Leben und dem Wohlstand der Menschen führen wird. Ah, du bist ja da. Moment, ich schreibe noch die letzten Zeilen. Ja, das ist es. Hier ist dein gestrecktes Dreierlei. Ah, aber das kann warten. Erst musst du sehen, ob das Buch zu deiner Zufriedenheit ist. Vertraue darauf, dass du meine Schriftkunst recht zufriedenstellend finden wirst. Das ist schwer beeindruckende Arbeit. Haha, du lobst mich übermäßig. Dieses Buch gehört dir. Verliere es jetzt nicht. Er hat es wirklich in ein Buch reingeschrieben. Wow, okay. Wieso hat er einfach irgendwelche leeren Bücher mit dabei? Das ist, ja, verwirrend interessant. Küchenmeister Liu? Whatever. Ja, der hat aber mal einen sehr beschissenen Spawnpunkt. Wow. Also kein in der Nähe, zumindest kein Teleportpunkt. So. Da hinten. Aber gut, dass ich jetzt hier bin, kann ich mich hier auch gleich den Berg runterrennen und kann. Hier, wie heißen die Dinger denn jetzt? Jujun, Boten. Die Dinger halt, die hier im Büschen sind. Die Chili-Dinger halt einsammeln. So. Hopp. Hallo. Meister Lu. Brauchst du irgendwas? Ich würde gerne ein paar kleine Ornamente aus Bambus bestellen. Ein Bambus-Ornamente, sagst du? Ich könnte mich schon darum kümmern. Aber darf ich wissen, woher dieser Auftrag kommt? Es ist von Baiwens Prüfliste. Oho, ein Auftrag von Yohei Pavillon. Nicht wahr? Und denn, ich nehme an, ich sollte ihn dann so schnell wie möglich ausführen. Es gibt allerdings ein Problem. Der Bambuswald, aus dem ich oft Material sammle, wurde plötzlich von zahlreichen Wildschweinen überrannt. Niemand weiß warum. Das ist die Quest, okay. Es ist zwar kein großes Problem, aber ich muss oft um sie herumgehen, um Bambus zu sammeln. Wenn du diese Wildschweine vertreiben könntest, kann ich sofort etwas Bambus sammeln. Gehen, wir können gleich mit der Arbeit beginnen. Jo. Ich werde dann hier auf dich warten. Wenn du die Wildschweine verjagt hast, komm zurück und sag mir Bescheid. Ja. Jojo und Pepperoni. Pepperoni waren es. Pepper. Ich hatte Pepper im Kopf und dann so Pfeffer. Nee, Pepperoni, ja. Okay. Ja, gut. So, trotzdem okay so. Denn ich habe ja mittlerweile eigentlich relativ viel Fleisch. Müsste ja relativ viel Rohes so vor allem haben, oder? Aus Fleisch dürfte ich eigentlich relativ viel haben. 259, ja. Ich schicke seit 2 Wochen oder so immer auf Fleischjagd, von daher. Da kommt gut was zusammen. Meine Pepperoni sind geil, weil das halt immer 3 Items sind. Dies ist praktisch. Die Beeren zählen dazu nicht zu, aber hey, wenn ich jetzt eh schon hier am Einsammeln bin. Muss ich nur gucken, weil sonst laufe ich den Berg immer nach oben. Dass ich jetzt irgendwo welche auslasse. Auch die Minze. Wieso sammle ich die Minze eigentlich? Ich bin gerade dabei, die Minze loszuwerden. Mit dem Parameter-Ding. Aber irgendwie sammle ich trotzdem mal mehr ein. Interessant. Sehe auch gerade, der Part ist schon wieder 35 Minuten gleich lang. Ist zwar eigentlich noch im Rahmen. Aber ich werde zumindest die Weltquest hier noch beenden. Ich glaube, da dürften keine Pepperoni mehr sein. Dann warte ich mich dahin.
Okay, Spam, 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 Spam. Ha! Hast mich nicht getroffen, du Mistvieh. Ja, und trotzdem hauen jetzt hier alle ab schon, oder was? Au. Sonst, wenn die mich umrennen, dann hauen die anderen nicht ab. Nicht so schnell zumindest. Das ist der einzige Ort, wo es Bambus, glaube ich, gibt in dem Spiel bisher, oder? Ach, Kollaps zählt hier auch dann zu Ligo. Genau. Zack. So. Da sind so viele Wildschweine, jagen wir sie alle davon. Ja, und das wäre jetzt die Quest, wo man dann quasi sehr viel bekommen kann an Fleisch, wenn man das halt im Multiplayer irgendwie immer abspricht. Weil die immer respawnen, wenn man immer wieder die Welt betritt. Waren die schon immer Gegner? Bin mir nicht sicher. Gegner hier gerade irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Zack. Ach, das war schon wieder. Wow. Okay. Ach ja. Muss ich auch wieder zu Kun dann hin oder nicht? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, er macht den Papierkram einfach direkt fertig für Bibel. Aber wahrscheinlich muss ich trotzdem zu ihm hinrennen. Zack. Also nebenbei, mein Schau ist jetzt relativ einsatzbereit. Relativ. Er hat ein relativ gutes Artefakt-Set bisher beisammen. Die Teile, die ich im Discord gesehen habe bei Kirby, glaube ich, die sind besser. Die haben sehr oft Crit-Schaden und Angriff drauf und vor allem Crit-Schaden und KT und dann auch noch gelevelt. Dafür hat meine halt Energy Recharge drauf, was für ihn auch nicht jetzt so schlecht ist. Aber okay. Ich habe halt auch noch keine Waffe, von daher dauert das eh noch 2 Wochen, bis ich dann mit Schau spielen könnte. So, hi Meister Lu. Hast du die Wildschweine vertrieben? Ja, alle. Das wird reichen. Ich werde nachher hinübergehen, um Bambus zu sammeln. Ich kann dir auch Bambus geben. Sobald die Ornamente bereit sind, werde ich sie direkt zum Yuhei-Pavillon bringen lassen. Diese Bestellung ist ziemlich umfangreich. Hier lässt sich eine ziemliche Summe verdienen. Nun, das wäre damit erledigt. Lass uns zurück zum Yuhei-Pavillon gehen und bleiben darüber informieren. Dann können wir dieses Buch geben, ja? Yep. Außerdem, sagen wir mal, halbwegs sinnvoll gearbeitet. Es ist auch sehr schön. So, ich will jetzt gerne langsam mal beenden, weil ich wollte mal auf Toilette. Also ich muss nochmal auf Toilette irgendwie, aber wollen nicht, aber müssen. Das ist ein bisschen blöd. War auch nicht müssen, also besser wäre, aber ich müsste auch nicht. Aber okay, ist jetzt uninteressant. Es ist sowas von uninteressant. Keiner will wissen, wann Uni auf Klo geht. Wirklich keiner. Byron. Hallo, kann ich dir helfen? Also wegen der Vorbereitung, die du getroffen hast. Ist dies die Juwelenmine? Wo hast du dieses Buch her? Sie haben ein ganz... Was? Ich habe ein ganz Liebe gesucht. Aber ich konnte es trotzdem nicht finden. Queen Su hat eine Abschrift für mich geschrieben. Dieser Dichter? Sein Ruf scheint ihm gerecht zu werden. Danke für deine Hilfe bei der Vorbereitung dieser Objekte. Sobald Meister Lu diese Ornamente schickt, sorge ich auch dafür, dass er eine entsprechende Bezahlung erhält. Ihr baut also das Jadegemach wirklich wieder auf, ja? In der Tat, wir haben Pläne, das zu tun. Aber bei der Vielzahl der Dinge, die wir vorbereiten müssen, noch einiges zu tun. Ich zweifle, dass wir den Wiederaufbau schnell abschließen werden. Nicht zuletzt unserer größten Materialiensorge, für die wir noch keine Lösung gefunden haben. Was, das komische Schwebeerz? Egal, ich werde nicht erst davon... Oh Gott. Egal, ich werde nicht erst davon anfangen. Danke noch einmal für deine Hilfe. Bitte nimm diese für deine Hilfe entgegen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss zu meiner Arbeit zurückkehren. Yay. 150 Abenteuer-RP, wuhu, und ein paar Bücher. Für Bücher gibt's Bücher. Cool. Wait. Dass hier keine Kiste versteckt war, in der Ecke. Wundert mich gerade. Und, was ist das hier für ein Weg? War einfach nur eine... Achso. So kommt man relativ einfach da oben hin. Interessant. Überlege ich gerade. Jetzt habe ich noch den Legendenauftrag, den kann ich gleich machen. Und ich habe noch den Auftrag im Mondstadt. Ich mache erst den Legendenauftrag und dann mache ich den Rest.
Aber ich gucke jetzt auch ganz schnell nach im Event Planer hier. Wie sieht es jetzt hier aus? Ja, Laterne ansehen? What? Laternen sehen. Ich wünsche mir, dass ich den Poeten beeindrucken kann. Ah, das war bei mir. Okay. Ich wünsche mir, dass im neuen Jahr etwas Schönes passiert. Also, bei der. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen der Abenteuergilde beitreten. Mhm. Ich wünsche mir, dass alle der Abenteuergilde beitreten. Ich wünsche mir viel Erfolg im Geschäft. Die Funken fliegen, wo Schaufel und Meteoriten sich treffen. Klotzlaterne. Wow. Werden uns durch alle 7 Städte mampfen. Was würde ich für einen Mondkuchen aus Mondstadt geben? Ja, okay, es gibt 7 Städte. 2 haben wir bisher, also noch 5 weitere Gebiete. Ja gut. Und halt Dörfer drumherum, so ein bisschen kleinere. Ich wünsche mir, dass beim Laternenritual viele Herzen berührt werden. Doch nicht von den Lichtern auf dem Meer, sondern von meinen Reimen, die es jeden ausrufen lassen werden. Das kenne ich so gut. Ja. Ich wünsche mir, dass es Papa bald besser geht. Oh. Was ist das jetzt? Bedingungen, erreiche die Phasegäste in Scharen und schließe den Auftrag tiefe Wasser unter den Laternen. Ah, so wie alle Bitten der Bewohner in Anekdoten. Okay, gut, dass ich das gemacht habe und dann kommt jetzt der... Okay, dann passt das alles wieder. Dann bin ich im machbaren Bereich. Aber ich werde jetzt raustappen aus dem Spiel. Yay. Und die Aufnahme beenden und sage dementsprechend einfach mal schnell und heimlich, vor allem heimlich immer. Still und heimlich. Ciao. Ja. Ist nicht heimlich dran. Man hört die Aufnahme. Man hört, man sieht das Bild. Ist, ja. Passt schon. Zumindest habe ich eine, in Anführungsstrichen, Abmoderation. Zwar nicht immer gleich, aber passt schon. Ist alles gut so. Gut. Jetzt aber wirklich ciao.